Einen wunderschönen guten Morgen! Ja, das ist das allererste Mal, dass Lias und ich hier zusammen auf dem Weg in den Kindergarten sind. Wir sind, glaube ich, sind beide aufgeregt. Er ist gerade beim Anziehen und Windelwechseln, habe ich ihn gefragt, und freust du dich? Und er ist total ausgeflippt und ja, 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 Kindergarten gehen, spielen. Regen gestern. Ja, es hat gestern geregnet, aber jetzt gerade Gott sei Dank nicht. Ja, wir marschieren jetzt mal eine Runde. Das ist 3 Minuten zu laufen und dann sind wir schon da. Du bist eine kleine Quasselstrippe, gell? Bin echt gespannt, wie es gleich ablaufen wird. Ich werde auf jeden Fall dann gleich berichten. Ossa, ich habe gerade einen Vlog zu Ende geschnitten. Ich bin hier am Chillen. Der Samus ist aber gerade wach geworden. Der kleine Mann hat Hunger. Komm, mein Schatz, du hast Hunger. Und was machst du hier, Lias? Wow. So einen hohen Turm hast du gebaut. Der ist schon so groß wie du. Ja, und du, kleiner Mann? Du kriegst jetzt eine Runde Brei. Mami macht dir Brei. Was machst du da? Tust dir alle in deine Tasche rein? Wow. So, Madele, wir sind wieder zu Hause. Leute, es ist traumhaft gelaufen. So, so gut habe ich es mir noch nicht mal vorgestellt. Ich habe mir schon vorgestellt, dass der Elias, dass es alles gut laufen wird, dass er vielleicht mal kurz zu mir kommt oder sowas. Aber es war einfach mega. Also wir sind da angekommen. Da waren, als wir angekommen sind, vielleicht 5 Kinder da oder so. Also sie hat gemeint, morgens kommen so 5, 6, 7 Kinder von den Eltern, wo die halt eben arbeiten. Und ansonsten ist die Bringzeit zwischen 7 und 7.30 Uhr ist sozusagen die Frühzeit für die Berufstätigen. Ansonsten die normale Zeit zwischen 7.30 Uhr und sogar 9. Kann man die Kinder jederzeit bringen, wann man lustig ist. Muss auch nicht jeden Tag das Gleiche sein, also wie man mag. Ja, mein Schatz. Und genau, wir sind rein. Ich habe den Lias die Hausschuhe angezogen und Lias direkt, ciao. Alles erkundet, alles angeschaut und so. Und ich habe dann mit der Erzieherin in der Gruppe, der Lias ist jetzt in der Igel-Gruppe. Ich finde, ich kann es immer noch nicht glauben, Kindergartenkind. Beziehungsweise er ist ja noch in der Krippe sozusagen. Also, der noch nicht 3 Jahre alt ist. Und es sind aber sehr viele, die in diesem Alter sind. Also in der Gruppe, wo der Lias jetzt ist, sind alle zwischen 1,5 und 3 Jahren. Beziehungsweise selbst wenn, es sind jetzt nämlich, sie hat mir, ich glaube, 4 oder 5 Kinder werden jetzt bis Ende des Jahres sogar 3 Jahre alt. Die kommen nicht automatisch in den Kindergarten, sondern erst, wenn da wieder Plätze frei sind. Also wahrscheinlich sogar erst im Sommer. Was dort aber nicht so schlimm ist, weil es gibt zwar die Kinder, die in den jeweiligen Gruppen eingeteilt sind sozusagen, aber es gibt keine feste Gruppe, wo man in festen Räumen sich aufhalten muss. Also es gibt verschiedene Gruppen. Die haben verschiedene Themenbereiche, zum Beispiel Sport, dann gibt es halt eben dieses künstlerische Austoben mit Malen und so weiter. Dann, was hat sie noch alles aufgezählt? Kreativität, dann welche mit ganz viel Sport und Klettergeräten und so weiter. Keine Ahnung, sie hat noch mehrere Sachen aufgezählt. Und zwar ist es dort so, die Räume sind alle offen und jedes Kind kann egal wo rumlaufen. Jedes Kind kann in jeder Gruppe spielen. Genau, das wäre kein Problem. Es gibt auch extra eine Gruppe, wo zum Beispiel ganz viel mit Lego und Bauen und so weiter zu tun hat. Da habe ich gesagt, ah, da werdet ihr den Lias auch finden. Also man kann frei in allen Gruppen spielen gehen. Genau. Ja, also ich finde das, wie sie mir das alles dort jetzt erzählt hat und das Konzept und so, alles wirklich super. Es gibt gar nicht eine genaue Ausrichtung, dies, das, jenes, sondern einfach dieses, alle spielen miteinander zusammen, alle lernen voneinander. Dann haben die dort auch verschiedene Spielzeuge, also sowohl Holz- als auch Plastikspielzeuge, alles wirklich kunterbunt gemischt. Und sie hat gemeint, die sind auf jeden Fall auch mehrmals am Tag draußen und sie sind viel an der frischen Luft. Sie hat halt gemeint, auch gerade jetzt in der Corona-Zeit sind die auch wirklich dazu angehalten, dass sie wirklich viel rausgehen. Und genau, ich habe jetzt nochmal ein paar Blätter mitbekommen, die ich alle so ausfüllen muss. Oder auch so ein paar Infosachen, wie zum Beispiel gegen, also was mit Zecken zu tun hat und Läuse.
und verschiedene Einverständniserklärungen und dann nochmal so ein paar Infos, was Lias angeht. Sie hat mich aber auch schon einiges abgefragt und das alles notiert, zum Beispiel, ob er Mittagsschlaf macht, ob er einen Schulli noch nimmt, ob er alleine essen kann, wenn nicht, wo die Probleme sind, also was sie halt eben unterstützen können oder müssen sie ihn noch füttern. Dann, ob er ja eben Wickelkind ist, ob es zum Beispiel irgendwelche Probleme gab bei der Geburt, ob er Allergien hat, irgendwelche Vorlieben, was er gerne isst, was er nicht so gerne isst und was spielt er am liebsten. Einfach so komplett so ein bisschen sein Charakter halt durchgegangen. Genau, und dabei hat sie ihn halt auch immer beobachtet, wie er reagiert hat. Er hat zum Beispiel mal von einem Jungen ein Spielzeug weggenommen bekommen und hat dann darüber gelacht und ist zum Regal gegangen, hat sich ein neues Spielzeug rausgenommen. Und dann hat sie halt gefragt, ob der Lias haut oder ob er kratzt, beißt, wie auch immer. Und dann habe ich ihr halt erzählt, wie es ist, dass er nicht kratzt und beißt, aber dass er immer mal wieder haut, wenn er irgendwie keinen Ausweg sieht anscheinend. Und habe ihr das so erklärt, wie das die letzte Zeit halt war und dass er auch gar nicht so richtig haut, sondern dass er eher gegen die Luft halt eben haut. Dann hat sie gemeint, ich soll mir keine Gedanken machen, das ist ganz normal. Jedes Kind in der Kita hat irgendwie schon mal gehauen, geschubst, gebissen, gekratzt, irgendetwas. Die Kinder können sich halt von ihrer Sprache her noch nicht hundertprozentig ausdrücken und wenn sie dann verärgert sind über irgendwas, dann drücken sie sich manchmal darüber halt eben aus, was nicht gut ist. So, kurze Unterbrechung, der Samu wollte nämlich eine Flasche haben und der Lias dann auch nochmal was essen. Wir haben nämlich wirklich ein relativ zügiges Frühstück heute Morgen gemacht, nicht so richtig. Deswegen, wir werden jetzt gleich nochmal richtig frühstücken, beziehungsweise ich habe ihm jetzt was gemacht. Heute war nämlich eine sehr turbulente Nacht, sagen wir es mal so. Wir haben alle nicht wirklich viel Schlaf bekommen. Der Lias ist gefühlt super, also der Lias ist super oft wach gewesen. Ja, ich bin heute seit 5 Uhr, dann war ich mit ihm auf der Couch, mein Mann davor und ja, wir sind dann hier auf der Couch nämlich nochmal eingeschlafen und sind wirklich aufgewacht, weil der Samu aufgewacht ist. Der Samu hat richtig lange heute geschlafen, der war aber auch mal ein paar Mal heute Nacht wach, aber wir waren dann um 7:15 wach und ich wusste dann, okay, wir müssen in einer halben Stunde los und wir sind weder angezogen, noch haben wir gefrühstückt, noch habe ich gewickelt und war und keine Ahnung was. Es war so, oh mein Gott, deswegen war alles ein bisschen stressig heute Morgen. Aber naja, zurück zum Thema Kindergarten. Genau, ich hatte die Erzieherin dann gefragt, ja, wie handhaben die das, wenn sie sehen, dass zwei Kinder jetzt zum Beispiel sich so hauen halt eben oder der eine den anderen. Und sie hat gemeint, die nehmen sie dann erstmal auseinander, trennen die voneinander, bis beide halt runtergekommen sind. Dann setzen sie sich zusammen an einen Tisch und dann müssen die Kinder darüber reden. Insofern das geht, wenn die Kleinen ganz klein sind und noch gar nicht richtig quatschen können. Ja, und ich habe zu ihr gesagt, ja, das ist mir auch ganz wichtig, der Lias ist es halt eben gewohnt, dass wenn er irgendwie haut oder sowas, dass er sich entschuldigen muss. Es ist auch manchmal so, dass er sich direkt entschuldigt. Manchmal muss er sich erstmal ein bisschen abreagieren. Und danach gibt es aber immer eine Entschuldigung. Und wir fragen auch, und was hast du falsch gemacht? Warum hast du das gemacht? Und er antwortet dann auch darauf. Der weiß genau, zum Beispiel, er sagt dann, Tante auf den Arm gehauen zum Beispiel oder sowas, ja. Und er sagt dann, das war böse und Lias ist jetzt wieder lieb. Ja, also ich habe zu ihr gesagt auch, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass er sich entschuldigt und dass das halt eben, ja, dass die Kinder halt wissen, dass man das halt einfach nicht darf. Genau, ja, ansonsten hat sie mir halt auch noch eine Liste mitgegeben. Die gute Liste, auf die wir so lange gewartet haben, wo ist sie denn? Da. Ich habe hier diese Liste mitbekommen, was ich alles mitbringen muss. Und zwar Impfausweis. Das wurde mir jetzt halt noch nicht gesagt, sonst hätte ich das mitgenommen. Also Impfausweis, Hausschuhe. Da muss ich 5 Passbilder mitnehmen. Ich glaube, wir haben gerade gar keine mehr. Die letzten Passbilder, die wir gemacht haben, waren für einen Reisepass. Und die sind halt auch schon... Also ich glaube, ich werde heute neue machen gehen. 5 Passbilder. Dann ein Rucksack mit Trinkflasche und Wasser. Sie hat gemeint, es soll auch eine richtige Trinkflasche sein und alles muss mit Namen vor allen Dingen verziert sein. Genau, also sie meinte jetzt nicht irgendwie eine normale Wasserflasche oder sowas mitgeben. Die kippt gern mal aus, wenn das Kind gestoßen wird oder so. Also es soll eine richtige Flasche sein. Und das Kind soll aber schon wissen und gelernt haben, wie man daraus trinkt. Das ist halt eben ganz wichtig, weil sonst hat man halt eben ein Problem. Genau, und dann etwas Gesundes zum Frühstück mitgeben. Hier steht Brot, Obst, Gemüse. Dann für die Kinder, die noch gewickelt werden müssen, Windeln, feuchte Tücher, Wickelunterlage. Dann Wechselkleidung,
Regenkleidung. Da ist zum Beispiel in Klammern Matschhose, Regenjacke, Gummistiefel. Und die müssen jeden Tag mit nach Hause genommen werden, diese Regenkleidung. Ist ein bisschen blöd, weil sie meinte auch, es ist halt irgendwie blöd. Man muss es dann halt am Nachmittag mitnehmen und am nächsten Morgen direkt wieder mitbringen. Sie meinte aber, dass es so ist, dass wenn wirklich der ganze Raum voller dieser ganzen Gummi-Matsch-Klamotten, es geht um dieses Gummi, dass es halt eben nicht sich über Nacht im ganzen Kindergarten ausbreitet, dass dann da alles diese... Also es ist halt praktisch diese Gummigerüche beziehungsweise die Schadstoffe, die da ausgesondert werden. Keine Ahnung. Sie meinte auf jeden Fall, es darf halt hier nicht alles voller Gummi rumhängen. Und das ist ja halt bei dieser Matschkleidung halt eben so, der Regenkleidung. Und für Kinder, die wirklich, weil ich habe zu ihr gesagt, der Elias wird mal um 2 abgeholt, also wirklich nach dem Mittagessen. Er soll ein Mittagessen auf jeden Fall dort immer verbringen. Also zwischen 2 und 4 wird er immer abgeholt, immer unterschiedlich. Und sie hat gemeint, wenn wir wissen an Tagen, wo er wirklich zum Beispiel bis um 4 bleibt, dass wir ihm noch einen Nachmittagssnack mitgeben. Das können einfach so kleine Salzstangen sein, kleine Salzbrezel oder irgendwie ein bisschen Obst oder Kekse, irgendwie sowas. Ich meine, nur eine Kleinigkeit halt eben. Genau, ja. Und da steht noch alles mit Namen beschriften. Genau. Ja, ansonsten, sie hatte auch mal einen Test, würde ich sagen, also gemacht. Sie hat zum Elias gesagt, Elias, komm, wie hat sie gesagt? Elias, willst du mit mir mitkommen? Wir holen mal einen Löffel aus der anderen Gruppe. Und hat sie ihn an die Hand genommen oder beziehungsweise ihm die Hand ausgestreckt und er hat dann auch ihre Hand genommen und ist dann mit ihr in die andere Gruppe, hat da einen Löffel geholt und ist wieder zurückgekommen. Also gar nicht so dieses, nee, will ich nicht oder wo ist Mama oder irgendwas. Also sie hat gemeint, Lias ist ein absolutes Traumkind, weil es gibt halt auch, sie hat halt gesagt, es gibt halt wirklich manchmal Eingewöhnungsphasen, die über Wochen gehen, weil das Kind einfach nur bei der Mama da sitzt. Das ist so krass. Es war zum Beispiel ein Kind, das ist 5 Minuten nach uns gekommen und es hat wirklich... Ich will mal nicht übertreiben, 20 Minuten am Stück geweint. Aber jetzt muss ich den Samu doch mal kurz schlafen legen. Wir wollen nämlich später in ein Center fahren, meine Schwester, mit meiner Schwester zusammen, und dass er dafür ausgeschlafen ist. Genau, er hat jetzt eine Flasche getrunken, jetzt schläft er. Was wollte ich erzählen? Genau, ein Kind ist nach uns nämlich gekommen, wirklich so 5 Minuten später, und es hat schon total geweint. Und ich dachte mir so, oh Gott, stell dir mal vor, der Elias weint mal so und will nicht von dir weg. Das ist echt so Heartbreaker. Aber man soll ja das Kind einfach abgeben und gehen. Und dann heißt es ja, ja, es dauert 5 Minuten, dann hat das die Mama schon vergessen und ist am Spielen und so weiter. Ja, bei dem Kind war es irgendwie gar nicht so gewesen. Der hat wirklich... Weihnachtsmann, Schatzi, das dauert noch ein bisschen. Bei dem Kind hat es wirklich bestimmt eine halbe Stunde gedauert. Und auch erst dann war er bereit, sich dann auch mal auszuziehen. Und keine Ahnung, was die Erzieherin ist, immer wieder zu ihm hingegangen, hat gesagt, komm, wollen wir mal deine Jacke ausziehen, deine Schuhe ausziehen. Nein, hat dann noch mehr gekrischen. Also der ist richtig abgegangen. Die arme Erzieherin, die sind normalerweise bei den Kleinen, sind die zu dritt in der Gruppe. Also es ist auch wirklich ein großer Kindergarten, muss man dazu sagen. Also in der Gruppe, was hat sie gesagt, wie viele sind bei Elias in der Gruppe? Irgendwas zwischen, irgendeine Zahl zwischen 15 und 20. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie 16 oder 19 gesagt hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind schon einige, sie hat gesagt, Gott, das darf man gar nicht zu laut sagen. Es sind einige, die haben 3 Erzieherinnen und es sind auch immer wieder von den anderen Gruppen, dass noch eine, dass sie zu 14 rüberkommt. Ja, und die war gerade einfach alleine. Weil einer kommt erst um 9 und eine ist krank. Also, ja, ach so, zu Krankheitsfällen. Weil wir hatten das jetzt hier von Lias, seinem engsten Freund sozusagen, hier aus der Siedlung. Der ist halt in einem anderen Kindergarten. Der hatte jetzt letztens ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Husten, also ganz normal für die Jahreszeit. Und der musste sofort zu Hause bleiben. Und nicht nur das, der musste sogar einen Corona-Test machen. Also richtig abgespaced. Und dann habe ich die halt gefragt, wie es bei denen ist. Und sie hat gemeint, nee, also wir müssen keine Corona-Tests oder sowas machen. Wenn das Kind eine ganz normale laufende Nase hat, das ist ganz normal. Das ist einfach so über Herbst, Winter. Hat die gesagt, das ist ja selbst bei uns Erwachsenen so. Dann dürfen die Kinder in den Kindergarten kommen. Sobald es aber keine laufende Nase mehr ist, sondern dass die wirklich verstopft ist, grün-gelb ist,
Dann ist es etwas, womit man sich anstecken könnte oder andere Kinder sich anstecken können. Und dann muss das Kind zu Hause bleiben. Oder wenn er natürlich Fieber hat oder wenn er sich irgendwie schlapp und schwach fühlt und so weiter. Dann habe ich gemeint, ja, ist ja klar, dass man das Kind dann zu Hause lässt. Dann hat sie gemeint, nee, nee, für einige ist es nicht klar. Selbst die, die noch nicht mal, also wenn die Eltern berufstätig sind und sie müssen in die Arbeit, dann kann man es noch irgendwie nachvollziehen. Aber es gibt genügend Eltern, die nicht berufstätig sind, die ihre Kinder trotzdem krank in die Kita schicken. Also lassen wir mal, abgesehen davon, dass das Kind dann andere Kinder ansteckt, abgesehen von diesem Aspekt, wie kann man sein krankes Kind, was wirklich dann, die hat gemeint, die hat teilweise echt Kinder hier gehabt, die richtig gelitten haben, denen es scheiße ging und die trotzdem in die Kita geschickt wurden und dass die haben dann halt die Eltern direkt angerufen und gesagt, hier direkt wieder abholen. Also ich kann es echt nicht nachvollziehen, wenn es dem Dias dreckig geht und da ist er auch sehr anhänglich und er will da auch die Nähe haben von Mama und Papa. Und wenn ich merke, der hat Fieber, dem geht's schlecht, dann ist der letzte Gedanke, ihn anzuziehen und in die Kita zu bringen. Also ich kann es echt nicht nachvollziehen. Ich habe da mit ihr auch eine, haben wir uns richtig gut unterhalten eigentlich die ganze Zeit. Also eine ganz, ganz, ganz liebe Person. Bin ich richtig auch so erleichtert, weil es ist ja immer so ein Struggle, wenn man das Kind in eine Kita gibt und man sich mit der Erzieherin nicht so versteht oder irgendwie nicht identifizieren kann. Also da, wo man echt das Gefühl hat, so, die ist einfach so das komplette Gegenteil von mir. Und sie war wirklich so, wo ich mir gedacht habe, so, oh, mit der könnte ich auch einen Kaffee trinken gehen. So, wisst ihr, wie ich meine? Also ganz, ganz, ganz lieb. War auch noch ziemlich jung gewesen. Also so im 20er-Bereich hätte ich sie jetzt so eingeschätzt. Ja. Genau. Ja, ansonsten, also wie gesagt, super gelaufen. Er ist die ganze Zeit, hat die ganze Zeit gespielt und gemacht und getan, sowohl mit Kindern als auch alleine und ist dann auch mal, hat ein Mädchen hat ihn genommen und ist mit dem hochgelaufen. Die haben dann nämlich so eine zweite Etage, so, da ist auch nochmal irgendwie ein Spielbereich, bin nicht hochgegangen, aber auch ganz süß gemacht mit den Treppen. Das Treppengeländer war da nochmal so mit Plexiglas, dass dann halt auch wirklich keiner den Fuß dazwischen stecken kann oder so. Und dann auch ein zweiter Handlauf so weiter unten, dass die Kinder sich auch hier festhalten können. Also auch die Einrichtung finde ich ganz, ganz, ganz bezaubernd. Also richtig süß. Ja, also es gibt wirklich nichts aktuell, wo ich sagen könnte, habe ich irgendwie ein schlechtes Gefühl oder das fand ich nicht so gut oder sowas. Also wirklich alles super gelaufen. Und ja, sie hat mir dann ein Feedback gegeben, hat gemeint, Elias ist echt so ein Wunschkind. Das war, ist super, dass wir mal wieder so ein Kind bekommen, weil sie anscheinend die letzte Zeit eher so Kinder hatten, die sehr an den Eltern halt eben hingen oder viel geweint haben oder wie auch immer. Und sie hat gemeint, ja, der Elias, der kann, also ich soll morgen, kommen wir mal zu der nächsten Phase, ich soll morgen mit ihm nochmal kommen, so für eine Stunde, anderthalb, zwei, sie hat gemeint, je nachdem, wir gucken halt einfach mal. Das Ding ist halt einfach, die ersten zwei Tage, egal wie gut ein Kind ist, soll einfach doch nochmal die Eltern dabei sein, einfach für den Notfall, falls irgendwas ist, dass das Kind sich einfach nochmal ein, zwei Tage mit den Eltern halt eben gewöhnt. Und morgen soll er dann auch mal sein Frühstück mitbringen, weil er saß auch dann, hat er sich irgendwann mit den Kindern an den Tisch gesetzt, die halt da ihr Frühstück mitgebracht haben. Das war so süß. Sie hat gemeint, ich soll morgen dann auch mal ein Frühstück für den Dias mitbringen und dann kann er mit den Kindern da auch zusammen frühstücken. Und ja, dann machen wir morgen auch nochmal so halt, wie gesagt, so ein bis zwei Stunden. Und ab Montag kann er dann ganz normal hingehen ohne mich. Und dann habe ich gesagt, echt schon? Also nächste Woche keine Eingewöhnung? Hat sie gesagt, nee, bei Lias gar nicht notwendig. Er hat die gemeint, er ist die ganze Zeit hier am Rumlaufen, am Spielen mit den Kindern, aber auch alleine. Er erkundet, aber ist auch an den Kindern interessiert. Er ist mit ihr mitgegangen. Das ist mit das Allerwichtigste. Das ist nicht so dieses, oh, das ist eine fremde Person. Ich renne jetzt direkt zu Mama. Er hat gesagt, er ist direkt mit mir mitgegangen und alles war super. Und das ist das Wichtigste, dass er auch ihr dann vertraut im Sinne von, er geht mit ihr mit oder sie kann ihn wickeln. Das werden wir dann auch morgen machen. Genau. Und ja, und als wir auch gehen wollten, es hat, glaube ich, 20 Minuten gedauert, bis wir endlich dann mal gegangen sind, weil der Lias die ganze Zeit sagt, ja, nein, Lias im Kindergarten bleiben, Mama alleine nach Hause gehen. Die hat sich kaputt gelacht. Sie hat gesagt, oh mein Gott, wie süß ist das denn? Oh, richtig schön. Hat sie gemeint, es wird gar keine Probleme gegeben. Morgen nochmal einfach so fürs gute Gewissen, dass ich nochmal mit dabei bin. Aber Montag hat sie gemeint, kann er direkt loslegen. Also Eingewöhnung ist, reicht diese zwei Tage zum Kennenlernen. Einfach ist das ja. Und ab Montag können wir direkt schon loslegen.
Sie hat nur gesagt, ich soll ihn nicht direkt schon Montag, Dienstag, Mittwoch irgendwie da bis 4 Uhr lassen, weil das ist schon sehr krass für ein Kind auf jeden Fall. Es sind viele Eindrücke, viele Erlebnisse. Die Kinder sind danach auch fix und foxy sozusagen. Aber ich soll am Montag alles mitbringen, was auf dieser Liste steht, dass er da voll ausgestattet ist. Und ja, das war unsere Eingewöhnungszeit. 2 Tage, beziehungsweise insgesamt dann 3 Stunden. Heute war eigentlich eine halbe Stunde angesetzt. Wir waren aber schon so eine Stunde da. Und es wird morgen auch so eine Stunde 2. Also 2 bis 3 Stunden Eingewöhnungszeit. Und dann hat sich die Sache gegessen. Ich muss meine Mutter noch anrufen und ihr sagen, Mami, du kannst deinen Urlaub anderweitig verbringen. Sie hat sich ja extra dafür freigenommen, dass sie dann den Samu hier betreuen kann. Aber meine Schwester war jetzt heute Morgen mit dem Samu und das macht sie morgen dann auch. Das ist ja nur eine Stunde, das ist ja kein Thema. Genau. Ja, läuft bei uns, würde ich sagen. Also es ist genau so gelaufen, wie ich es auch mir gedacht habe, wie ich es vorher prophezeit habe. Der Elias kam immer mal wieder zu mir, ich glaube 2-3 Mal, und wollte mir aber nur was zeigen. Und dann hat er gesagt, guck mal, Mami, ein Bobbycar, weil er hat ja hier diesen Bobbycar. Und dort gab es ein kleines Spielzeug, was 1:1 aussah wie ein Bobbycar. Da stand auch Bobbycar drauf und das wollte er mir halt zeigen. Oder als er in der Küche stand bei denen, also in der Kinderküche, dann war da so ein kleiner Mixer und dann sagt er, hat er nur vom Weiten gerufen, guck mal, Mama, ein KitchenAid. Wir haben uns alle kaputt gelacht. Ich so, dann sagt die Erzieherin, ah, ihr habt ein KitchenAid zu Hause. Ich so, ja. Ich weiß auch nicht, irgendwie haben wir nie Mixer gesagt. Also er kennt Mixer von meiner Schwester drüben, er weiß, was das ist. Aber irgendwie sagt er zu allen Mixgeräten KitchenAid. I don't know. ja. Also ihr Lieben, das war unsere Story zur Eingewöhnung. Ja. Im Kindergarten hast du ein KitchenAid gesehen, gell? Aber das war ein Mixer. Ich saß nämlich an dem Maltisch und die ganzen Mädels kamen ständig zu mir. Buch vorlesen, wollen wir malen? Willst du mit mir Puppe spielen? Es war so süß. Ich glaube, die haben mich als Erzieherin irgendwie so wahrgenommen anscheinend. Und die hingen alle an mir. Das eine Mädchen ist zum Beispiel mal gestürzt, weil ein Junge sie so ein bisschen gerammt hatte, als er an ihr vorbeigefahren ist, und dann hat sie hingefallen und die ist aufgestanden und sofort zu mir gerannt. Das war so, so goldig gewesen. Also richtig, richtig süß. Ich weiß auch nicht, ich habe mir immer so gedacht, so boah, im Kindergarten oder in der Schule zu arbeiten, das muss ja einfach so ein Gehirnterror sein. Also wirklich, das waren für mich immer die absoluten Horrorjobs, muss ich echt gestehen. Aber heute war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ist es voll der Mega-Job. Klar, ist auch auf jeden Fall anstrengend, wenn alle irgendwie zum Beispiel am Essen sind und man muss auf alle gucken oder wenn ein Kind weint oder wenn auf einmal plötzlich 5 Kinder gleichzeitig da abgegeben werden morgens und so weiter. Es ist definitiv, denke ich, ein sehr, sehr stressiger Job. Aber irgendwie, das war da gerade total angenehm. Ich habe mich um 4 Mädels gekümmert. 4 waren die, genau. Die 5., die saß da, die hat eigentlich gar, also die hat da mit sich selbst gemalt, da war alles in Ordnung. Aber die anderen 4, die wollten alle ständig irgendwie was, aber es war total angenehm irgendwie. Ich weiß auch nicht. Vielleicht, weil ich es einfach so jetzt ein bisschen mehr gewöhnt bin, so, weil ich ja auch 2 Kinder habe und nicht mehr nur 1, dass man da schon merkt, so, okay, man muss sich schon immer mal wieder ein bisschen zerteilen, in Anführungszeichen. Aber ich hatte echt in diesem Moment auch so dieses Gefühl so, boah, wenn du jetzt 3 oder 4 Kinder hättest, mega stressig, aber du würdest es voll gerockt bekommen, ganz ehrlich. Es war eine sehr coole Erfahrung heute auf jeden Fall. Ja, so viel dazu. Ich werde auf jeden Fall auch mal morgen berichten, wie es gelaufen ist. Aber bis jetzt alles positiv. Ich kann nicht eine Sache sagen, die irgendwie negativ ist. Also richtig, bin super, super happy. Auch irgendwie erleichtert. Wie gesagt, ich habe es ja irgendwie schon geahnt, aber trotzdem ist man so ein bisschen in Anführungszeichen erleichtert, dass man sich denkt, so ja, es ist wirklich so gelaufen, wie man sich's vorgestellt hat. Ja. Weiß ich noch nicht, muss ich gucken. Gerade eben hat nämlich der Postbote geklingelt, genau, und es sind hier 3 Pakete angekommen. Und ich würde sagen, wir machen mal ein schnelles Unboxing, sonst wird dieses Video wieder zu lang. Übrigens von Lelün. Die Verpackung kommt immer so an. Also man hat hier einmal hier so eine, es ist kein richtiger Karton, aber so eine, also so fühlt sich das halt eben an. Es ist auf jeden Fall nachhaltig und abbaubar. Das ist etwas für die Mami. Genau, so kommt es hier nämlich immer an. Das wollte ich euch auch immer mal zeigen. Und zwar hat ja Lelün auch neue, ja,
Die haben ja. Da ist nichts mehr drin, das ist Müll. Die haben ja ein paar neue Teile. Ich hatte mich für dieses Bordeaux-Rote hier entschieden. So ein Dreiviertelarm ist halt auch so ein bisschen schicker. Und die Beine sind nicht bodenlang. Also muss ich mal anziehen und euch dann zeigen. Ich fand es auf jeden Fall mega, mega schön. Die haben so schöne, viele neue Teile. Ich würde echt am liebsten alle haben. So, und dann habe ich bei H&M bestellt. Und zwar gab es 20% irgendwann die letzten Tage. Und dabei habe ich ein bisschen zugeschlagen. Bei Sachen, die wir wirklich jetzt gebraucht haben. Also die wirklich... Ja, es ist leer. Also, zum einen brauchten wir... Für den Lias ein Schal. Ich mag diese Schals nicht, die man so rumwickeln kann, die dann rumhängen. Die gehen meistens, die rutschen runter, die gehen gar nicht. Ich kaufe hier immer diese Loop-Schals. Wir haben... Das müssen wir aber erstmal noch waschen, gell? Und zwar, der Lias hat einen, aber aus so einem dünneren Stoff. Also jetzt so für den Herbst, aber wenn es wirklich kalt wird, dann braucht er etwas, was dicker ist. Und das war, finde ich, sehr, sehr schön, dieses Gestrickte. Das bleibt auf jeden Fall. Dann habe ich schon mal für Halloween vorgesorgt. Das ist ja in einem Monat. Genau heute in einem Monat habe ich übrigens auch Geburtstag. Schatzi, häng das mal wieder bitte zurück. Und der Lias steht momentan total auf diesen hier. Ich will es gar nicht zu laut sagen und auch schnell wieder wegräumen. Und das fand ich total goldig. Und auch mit diesem Ding hier. Behälter zum Sammeln dann. Das ist hier bei uns auf dem Dorf auf jeden Fall noch angesagter als dann in der Stadt. Hier gehen die Kinder wirklich noch von Tür zu Tür und sammeln ihre Süßigkeiten ein. Das werden wir auf jeden Fall auch mit dem Lias machen. Und da ist das dieses Jahr sein Outfit. Dann habe ich dem Lias auch in der Größe 98, 104. Ist eigentlich so alles. Das ist für 2- bis 4-Jährige. So ein Sweatshirt bestellt, was aber dünner ist. Übrigens, ich habe heute auch mal abgecheckt. Ich dachte mir so, boah, wenn es kalt ist, laufen die da alle mit einem Pulli rum, schwitzen die da nicht. Wirklich alle Kinder hatten, das hatte der Lias heute auch an, einfach so ein T-Shirt-Stoff, aber halt eben langarmlich. Das ist wirklich perfekt für den Kindergarten. Einfach nur just für alle, dass ihr Bescheid wisst. Ja, das ist für die Weihnachtszeit mit Paw Patrol zusammen. Wie süß ist das denn? Paw Patrol Christmas. Das ist für Weihnachten. Für Weihnachten, für die Weihnachtszeit mit Paw Patrol. Ist das schön? Mit Feuerwehr. Ja. Dann habe ich eine Hose bestellt für den Samu. Wir haben nämlich am 10. haben wir unser Fotoshooting verlegt. Genau. Und ich bin noch so ein bisschen planlos, was ich den Kids anziehen soll, weil beide eher so Sportklamotten einfach nur haben. Ich wollte ja schon, dass sie ein bisschen schicker sind. Und ich bin mir unsicher. Ich glaube, dass wir diese Hose sogar haben. Ich bin voll unsicher. Ich muss auf jeden Fall mal durchstöbern und schauen. Und zwar einfach so eine Korthose, die halt dann ein bisschen schicker zumindest ist. Ich will die jetzt nicht irgendwie in einen Anzug reinstecken. Es soll ja schon ein schönes, natürliches Foto sein, ohne dass man total irgendwie in Bluse und Hemd und sowas da sitzt. Aber es soll, muss jetzt auch nicht unbedingt Jogginghose sein. Deswegen dachte ich halt eben an diese Hose hier. Voll süß, so eine Kordoptik. Super, super weich. Also auch so ganz dünnes Kord. Und vor allen Dingen von innen nochmal... Also so doppellagig, dass es halt einfach richtig schön warm hält. Ich denke, dann jetzt auch für die Herbst-Winterzeit ist es wirklich super. Also falls wir die noch nicht haben, wird die auch bleiben. Was machst du da, Lias? Okay. Dann für den Lias habe ich mal eine so eine normale Hose einfach bestellt. Ihr seht es hier in so einem schönen Blau. Die ist auch in der 98 noch, weil ich nicht wusste, 104 wird ihm vielleicht zu groß sein von der Hose. Also die dachte ich auch fürs Fotoshooting, aber eben, wie gesagt, auch so, gell. Ist jetzt nicht nur, ich habe jetzt nicht explizit zu schicke Sachen genommen, dass man sagt, boah, das können die wirklich nur zum Fotoshooting anziehen, das macht ja keinen Sinn. Deswegen auch Sachen, die ihr so dann halt eben mal anziehen kann. Vor allen Dingen nach dem Fotoshooting am 10., das haben wir nämlich morgens irgendwann so um 11.30 Uhr, 12 Uhr. Und danach gehen wir nämlich zum Geburtstag von meiner Tante. Also dann sind sie schon schick angezogen und sagen, schick, ihr wisst, was ich meine. Dann die dazugehörige Mütze von dem Loop-Schal, was ich euch gerade gezeigt habe. Das brauchte Lias auf jeden Fall. Die Mützen vom letzten Jahr sind alle zu klein. Ja, du brauchst eine Mütze, genau. So. Dann habe ich nochmal die Hose, die ich euch gerade in Grau gezeigt habe, in Grün bestellt. Ich finde die einfach so zuckersüß. Gerade so für den Herbst, Winter, für die Weihnachtszeit, das ist so goldig mit einem roten Pulli drauf. Ah,
richtig goldig, der bleibt auf jeden Fall. Wie gesagt, bei dem Grauen, ich glaube, dass der Elias diese Hose einmal geschenkt bekommen hat, aber ich glaube in der größeren Größe. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, deswegen we will see. Dann habe ich hier jede Menge Boxershorts bestellt, die sind für meinen Mann. Da hat er sich gewünscht, dass ich die ihm bestelle. Und dann habe ich noch einen Pulli bestellt, der war nämlich schon lange in meinem Warenkorb und der ist auch schon ewig reduziert, deswegen habe ich da jetzt mal zugeschlagen. Ich glaube, der hat 7,99 oder sowas gekostet, reduziert und dann auch nochmal die 20%. Und zwar der hier, den finde ich so goldig. Das ist ein richtig schöner Pulli, weil der nicht zu dick ist. Das ist eine Mischung zwischen einem dickeren Pulli und diesem T-Shirt-Long-Oberteil. Ich habe gerade keine Ahnung, wie sie heißen. Wow, was für eine schlechte Beschreibung. Was? Ja, dann mach's nicht. Und hier dieser Löwe, richtig, richtig schön. Das ist in so Samt. Hier die Öhrchen, richtig schön. Und diese Farbe, das ist ja so gerade meine Farbe. Ich liebe, 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 liebe diese Farbe. Genau, das sind die Sachen, die ich ergattern konnte. Ich hatte noch viel mehr, aber wie gesagt, irgendwie alles ständig weg gewesen. Die Seite ist ständig zusammengebrochen. Da hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Hab gedacht, komm, dann schickst du es jetzt einfach ab. Selbst dieses Abschicken hat 100 Jahre gedauert. Katastrophe, echt. So. Jetzt höre ich auf zu quatschen. Ich glaube, ich beende dieses Video an dieser Stelle, weil es einfach schon zu lang ist. Und wir werden heute noch ein bisschen was machen. Da werde ich euch dann aber in einem nächsten Vlog mitnehmen, berichten, zeigen, wie auch immer. Also ihr Lieben, wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao.